Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Zelda-Sammlung. Da ist übrigens der GBA in der Zelda-Edition, schön mit Triforce. Es gibt dann noch von den Nintendo Mini Classics einen Zelda Double Screen. Den habe ich auch, um die GBA-Titel gleich mal durchzugehen. Ich habe einmal Zelda 2 für den GBA und Zelda Minish Cap. Das gehörte eben auch zu dieser Zelda Limited Edition für den GBA. Ich habe nicht die Link's Awakening, ich habe nicht Oracle of Ages, Oracle of Seasons, obwohl die ja ganz gut sind. Ich habe auch nicht die CDI Games. Die kann er gerne an mich denken. Ich packe mir die gerne in die Sammlung. Ich habe sie gesehen, ich habe auch schon mal ein Let's Play davon verfolgt. Ja, es gibt auch eine deutsche Version, falls übrigens einer immer der Meinung ist, die englische Synchro ist schlecht. Die deutsche Synchro ist tatsächlich gelungen in den beiden Titeln. Aber kommen wir mal zu den 25 Jahren. Fangen wir mit den NES-Klassikern an. Zelda 1, Zelda 2. Zelda 1 ist verdientermaßen das Meisterwerk und ist heute immer noch eine Legende und ist auch vollkommen richtig. Das Ding ist einfach nahezu perfekt. Zelda 2 ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hat es viel verändert und viel für die Serie getan, andererseits gibt es aber auch eine Menge Stellen, wo man sich fragt, die können nicht nüchtern gewesen sein, als sie das gemacht haben. Es ist ein gutes Game, man kann es mal spielen, es ist wirklich okay, also es ist so wie bei Castlevania 2 oder wenn mir da noch so spontan einfällt, die haben ja meistens dann immer irgendwie komplett was verändert. Es ist grenzwertig, aber es ist trotzdem ein guter Titel. Es ist aber natürlich kein Vergleich zu dem ersten oder zu dem Titel, wo wir jetzt hinkommen, den wahrscheinlich auch eine Menge Leute kennen und vollkommen zurecht. A Link to the Past, Zelda für den Super Nintendo, Pflicht, Pflicht, Pflicht. Ganz starker Titel, vielleicht neben Zelda 1 das, was man aus der Serie definitiv kennen muss. Und wo wir bei Super Nintendo sind, gehen wir gleich mal eine Generation weiter. Natürlich kommen wir jetzt zu dem wohl besten Spiel, vielleicht der Videospielgeschichte, Ocarina of Time. Das muss man einfach kennen. Das ist immer noch das Beste, was die Serie jemals hervorgebracht hat und ist mit A Link to the Past und Zelda 1, das sind die drei Games, die man kennen muss. Bei den anderen haken wir mal ein Fragezeichen dran, die muss man nicht unbedingt kennen. Aber die muss man als Gamer kennen, sonst kann man seinen Titel auch gleich wieder zurückgeben. Majora's Mask ist ein anderer Punkt. Majora's Mask ist eine andere Richtung gegangen. Es ist wesentlich erwachsener, es ist wesentlich düsterer. Es gibt sogar Sachen, wo ich heute nach sagen muss, heute mit ein bisschen Abstand, die sogar wesentlich besser durchdacht sind. Hat nur die Schwierigkeit, die Story ist hauchdünn. Die Story ist also sehr schnell durchspielbar. Der Rest ist alles nur optional, fast 20% Story, 80% optional. Grafisch natürlich auch aufpoliert, das Ding braucht auch schon ein Expansion Pack. Aber, jetzt kommt der dicke Abersatz. Ich bin damals nicht verdammt warm damit geworden und heute, wo ich es auch mit ein bisschen Abstand nochmal zocke, wo ich es ein bisschen besser finde als damals, es kommt natürlich an diesen Teil überhaupt nicht ran. Und da hat Nintendo sich auch keinen Gefallen getan. Also das ist sicherlich ein erwachsenes Zelda, das, was wir ja gerne auch mal haben, weil wir wollen nicht immer den ganzen Kinderscheiß zocken. Die Wii-Generation hat, glaube ich, genug Minispielsammlung, da brauchen wir das nicht auch noch. Es ist interessant, es ist gut, man sollte es auch gespielt haben und gibt ja jetzt Gerüchte, dass der dann auch für den 3DS nächstes Jahr rauskommt. Holen. Ist Videospielgeschichte, muss man kennen. Auch ein zweischneidiges Schwert ist Wind Waker. Ich zeige mal eben kurz, da müsste man ja auch ein paar Screens finden. Genau, so sieht der heutige Link aus. Haben wir irgendwo Zelda noch? Ich guck mal gerade, genau so sah Link mal früher aus. Genau hier, das ist doch die Version mit Master Quest, falls das jemand interessiert. Das ist also die limitierte Auflage. Schleim, Schleim. Ja, Wind Waker, zweischneidiges Schwert. Grafikstil musste ich mich lange dran gewöhnen. War ich auch nicht so ein Fan von. Bin ich auch heute noch nicht so ein Fan von. Es gibt ein paar Levels, die sehen unglaublich genial aus. Und da fragt man sich, warum musste man diesen Comic-Unsinn machen? Vor allem, man weiß ja auf dem GameCube, wenn man sich zum Beispiel so ein Star Fox Adventures anguckt, was das Ding an Grafikpower drauf hatte. Das heißt, man hätte das auch anständig machen können. Trotzdem, ein guter Titel, hat eine Menge Neues gebracht, hat auch eine Menge was verändert über die Parallelgeschichten. Und wisst ihr selber, die Historie von Zelda passt sowieso nicht zusammen. Kann man viel diskutieren, aber die Titel war auf jeden Fall spielbar und ist einer der besseren. Ja, jetzt kommen wir zu etwas, wo sicherlich wahrscheinlich eine Menge Leute aufregen, wahrscheinlich weil sie auch keine anderen Zeldas kennen. Link's Crossbow Training sage ich mal gar nichts zu. Zelda Twilight Princess, ja, kein schlechter Titel, aber ganz dickes Minus, es hat eigentlich gar nichts Neues gebracht. Die Wolf-Level fand ich unsinnig, da war Okami einfach besser.
Das haben die hier einfach nur nachgemacht. Und ja, was soll man sagen? War es ein Klon von Ocarina of Time? War es ein schlechtes Sequel, Prequel? Man weiß es nicht. Egal, was sie davor hatten, das war es nicht. Das war es nicht. Also man kann das spielen, das ist kein schlechter Titel. Ich meine, es gibt kein Zelda, was schlecht ist. Da würden die auch drauf achten, weil das hat ja auch ein bisschen was mit Big N zu tun. Und die haben keine Lust, glaube ich, ihren Franchise gegen die Wand laufen zu lassen. Aber das ist nicht unbedingt der stärkste Zelda-Teil. Der aktuelle macht das besser. Er hat einen großen Vorteil, dass es einer der wohl Teile ist, der einen genialen Soundtrack hat. Wo wir dann mal eben kurz die Soundtrack-CD anblenden, die hier so ein bisschen Best of 25 Jahre hat. Macht eine Menge besser. Diese komische V-Remote, Nunchuck-Schüttelei, die ich ja immer so unglaublich sinnvoll finde bei solchen Games, ist wesentlich besser gelost. Also der Motion Controller, der Motion Plus greift besser. Ist wohl die beste Schwertkampf-Dinger, die ich jemals in irgendwelchen Videospielen gesehen habe. Das mag alles sein. Ich brauche es trotzdem nicht, weil ich finde das affig. Aber gut, das ist wahrscheinlich die andere Generation. Sie müssen heute wahrscheinlich die Leute so irgendwie motivieren. Ja, sonst vom Grafikstil ist das nicht ein Zelda, was ich so haben wollte. Ich kann mal gucken. Ich glaube, auf der Rückseite. Genau, da sind auch Bilder drauf. Genau, das ist, gucken wir uns mal die blöde Zelda mal an. Falls immer irgendeiner Meinung ist, Zelda ist der Titelheld. Nein, Link ist der Titelheld. Na, können wir dich auch richtig einfangen? Genau, da können wir dich auch richtig einfangen. Also, ich finde den Grafikstil gewöhnungsbedürftig, eher mittelprächtig. Der Sound, wie schon gesagt, ist sensationell. Die Story habe ich noch zu wenig gesehen, da kann ich noch nichts zu sagen. Finde ich mal was anderes, dass man jetzt mal ein bisschen so im Himmel rumgeht. Wobei, das ist ja schon fast, als hätte man Bioshock geklaut. Bioshock Infinitive. Oder Infinite, ne? Ist auch egal. Auf jeden Fall den Bioshock 3 halt. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall sicherlich auch ein Playthrough wert und für die Wii wahrscheinlich der letzte große Titel, weil ich glaube, das Ding ist eigentlich schon mausetot. Auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Um vielleicht zu dem Grafikstil nochmal einen Satz zu sagen, dieser Grafikstil, der da verwendet, der war wahrscheinlich auch auf dem GameCube möglich. Also da weiß ich, da kann die Wii auch mehr. Da haben Metroid oder andere Sachen einfach bewiesen, was das Ding kann. Also das hätte man vielleicht ein bisschen anders gemacht. Wenn man sich vorstellt, dieser Titel muss, ob er das will oder nicht, sich mit dem Battlefield 3 messen, das tut schon weh. Ja, das war die kleine lustige Zelda-Kollektion mit dem bekloppten Link. Damit wollen wir es bewenden. Sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Thema, zu einer neuen Sammlung. Ich freue mich. Alle schöne Grüße. Tschüss, auf Wiedersehen. Frohe Ostern. Und ihr wisst schon, ne? Es gibt immer eine Fortsetzung.